Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonny's Garage. Ich habe einige Kartons bekommen, beziehungsweise ein paar Sachen gekauft. Und die wollte ich mal mit euch zusammen eben mal aufmachen und dann auch mal schauen, was da so drin ist. Ich würde sagen, ich stelle mal die Kamera hin und dann fangen wir auch schon an. So. Legen wir mal so hin. So. Dann nehmen wir hier einmal das größere Paket. Ich stelle euch noch mal hin. So. Dann schneiden wir das erstmal so. Moment, das ist glaube ich. Muss ich mal ein bisschen hier verschieben. Dann machen wir die Kamera mal hoch. So. Dann schauen wir mal, weil ich habe ein paar Sachen bestellt, aber ist schon was auch wieder länger her. Die Sachen, die ich brauche. Ah, perfekt. Schaut mal hier. Hier ist meine Bremsflüssigkeit gekommen. Ja, supi. Ja, perfekt. Und zwar habe ich mir hier von ATE dort 4 gekauft, ist sehr gängig für viele Modelle. Ja, perfekt. Das hätten wir schon mal. Sonst ist hier nichts drin. Eine Rechnung haben wir da drin. Oder? Ne, Werbung. So, Müll. So. Erstes Karton haben wir schon mal. Perfekt. Unsere Bremsflüssigkeit. Dort 4 für viele Fahrzeuge von ATE. Schaut mal da. Das können wir nach, wenn wir Bremsflüssigkeit wechseln. Wenn wir Bremsflüssigkeit wechseln, tun wir das natürlich in unserem Behälter, was ich von Kfz Mustafa bekommen habe. Nochmals vielen Dank, Mustafa. Entschuldigung, Freunde. Dann machen wir das nächste Mal auf. Und dann schauen wir mal, was wir so alles haben. Hier haben wir noch was. Ach so, ich glaube, ich weiß schon, was das ist, glaube ich. Vermute ich mal. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber. Ach so, ja. Das sind hier ein paar neue Koppelstangen. Verstärkte Ausführung. Da, schaut mal, da sind ein paar Koppelstangen, verstärkte Ausführung, von der Firma habe ich die hier. Für einen Mazda ist das, vom Arbeitskollegen. So, seine Koppelstangen haben wir dann auch schon mal. Packen wir auch zur Seite. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Haben wir noch einen Karton. Wie immer jede Menge Werbung, Scheiß. So. Auch weg. Ah! Da habe ich auch drauf gewartet, Freunde. Da, schaut mal her. Und zwar ist das der Anlasser. So. So. Und zwar ist das der Anlasser für einen Golf, was war das nochmal? 4. 1,6er 16V. Ja, da müssen wir den Robin auch noch mal Bescheid geben, dass das Teil da ist, damit er dat, damit wir ihm das einbauen kann. Der arme Junge, der kommt sonst zu seiner Lehrstelle nicht. Ne? Sonst kriegt er Stress mit seinem Chef, wenn er nicht zur Arbeit erscheint. Perfekt, Anlasser haben wir auch. Packen wir auch mal zur Seite. So, und dann habe ich noch ein... So, von
Lidl habe ich mir was gegönnt, Freunde. Schaut mal, von Lidl habe ich mir was gegönnt. Nach langer Sucherei. Nach langer Sucherei und Durchlesen und in Foren und dies und jenes und Rumfragerei habe ich mich entschlossen. Habe ich mich entschlossen, das hier zu kaufen. Ganz viel Werbung, Scheiß, was ist das? Rechnung, brauchen wir nicht. Werbung, Müll. So, und zwar habe ich mir den hier gekauft, Freunde. Akkudrehschlagschrauber. 20 Volt, 4 Ampere. Ich habe, wie gesagt, viel darüber gelesen und viel nachgefragt. Viele haben das mir empfohlen. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, komm, ich bestelle mir das jetzt. Und dann schauen wir mal, ob das hier für meine Verhältnisse, für Reifen an- und abziehen, ob das reicht. Weil der hat von 100 bis 400 Newtonmeter ein Anzugsdrehmoment. Ob es wirklich was ist oder nicht, das werden wir testen, sehen. So kann ich dazu nichts sagen. Das werden wir aber die Tage testen. Ich glaube, bei meinem Vater oder Bruder müssen, glaube ich, noch die Sommerreifen drauf. Aber muss ich mich nochmal schlau machen. Dann können wir das direkt damit verbinden. Und dann schauen wir mal, ob dieses Teil, ob das was ist. Ich bin gespannt. Hoffen wir mal, dass es was ist, weil ich habe nur einen kleinen Kompressor, der hat zwar 8 bis 10 Bar und 50 Liter Kessel, so ein ölfreier, aber der hat nicht Power genug. Ne? Und wenn dieser Akkudrehschlagschrauber vom Parkside von Lidl, wenn der die Reifen löst und festzieht, natürlich, wenn wir die festgezogen haben, müssen wir natürlich selbstverständlich mit dem Drehmomentschlüssel wieder dran. Wenn das alles gelingt, dann bin ich glücklich. Mehr brauche ich dann nicht. Jupp. Ja, ein paar Sachen sind angekommen. Dann werden wir mal schauen. Ne? Hab mir gedacht, machst du mal so ein kleines Video, packen wir mal alles zusammen aus, damit ihr das mitverfolgen könnt. In der Werkstatt komme ich so langsam voran. Ist noch ein bisschen was zu tun. Ich muss noch, ich möchte noch darüber irgendwie ein, zwei Videos machen, damit ihr das auch alles verfolgen könnt. Und ja, aber es wird. So langsam und sicher wird's. Wetter ist ja Bombe, ne? Ja. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, das war's vorerst mal. Ich würde mich über einen Kommentar sowie ein Abo freuen. Daumen hoch natürlich. Ist selbstverständlich euch überlassen. Vor allem bleibt gesund, Freunde, achtet auf euch und auf eure Familie. Ja, macht das Beste draus. Und dann würde ich sagen, bis demnächst, euer Sony. Ciao.